Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mike packt aus. Und ihr seht schon, der Mike packt etwas ganz Großes aus, ein großer Karton, der passt nicht hin. Und ich würde sagen, ich heb das Ding mal hoch. Ich habe schon aufgemacht, ich weiß, was drin ist. Vorsicht Glas steht drauf, aber Vorsicht Glas ist nicht drin. Oh, der Karton ist schön, den kann man, wenn ich was verschicken will, auch für was anderes benutzen. Ja, so sieht es hier drin aus. Viel eingepackt hier mit einem Pappdeckel vom Schuhkarton, mit viel Papier. Ah. Ah, da wollte mir noch einer ein Eis schicken. Warte mal. Ah nee, ist nicht drin. Also Eisschokolade ist nicht drin, aber dafür das Ding, was dazugehört. Das ist die Fernbedienung, die Fernsteuerung eher gesagt. Und nein, es ist keine Drohne, falls ihr fragen solltet. Mal gucken, was fabriziert denn jetzt hier der Autofokus, der war gerade so unscharf. Da ist mehr was drin mit vier Rädern. Dann ist da nichts mehr drin. Ja, jetzt kommen wir schon der Sache schon näher. Ihr seht schon hier die Antenne. Da hat sich einer Gedanken gemacht. So, warte mal. Und das ist auch ein Artikel aus meiner Kindheit, wo ich klein war. Das Gerät, was ich jetzt gleich aufmachen werde. Warte mal, wo geht's denn hier auf? Da hat die mal zugeklebt. Nee, nicht auf den Müllbeutel. Geil. Ja, muss ich mir keinen neuen kaufen. Den kann ich gleich weiter benutzen. So. Das ist hier eine Fernsteuerung. Das müsste so, wo ich klein war, mein Opa hat ihn damals aus dem irgendwo mitgebracht, wo er mal war. Zur Kur oder so. So, machst du rein und das ist hier Teleskopantenne. Fernsteuerung vor und zurück. Hier ist die Steuerung. Rein kommt eine Blockbatterie, eine 9 Volt, habe ich aber nicht da, deswegen können wir den heute nicht ausprobieren. Ich kann euch nur zeigen. So, und drin ist ein ein Auto. Kleiner Monster Truck, den habe ich damals gehabt, wo ich, wie alt war ich denn da? Boah, klein, sechs, nee, noch kleiner, irgendwie sowas. Oder zwischen 4 und 7, ich weiß es nicht mehr. Also wie gesagt, das war so 80er Jahre, wo ich den gekriegt hatte. Ach ja, und den habe ich durch Zufall bei eBay gefunden für, Sofortkauf wäre er gewesen, 59 Euro. Jetzt habe ich ihn gesehen für 29 Euro, bieten 29 Euro Sofortkauf wäre 59 Euro gewesen. Und das ist ja schon länger drin. Und da hat nie einer zugeschlagen gehabt bei dem Auto. Und da habe ich gedacht, komm, weißt du was? Wartest du bis vor Schluss, wenn kurz vorher keiner drauf bietet, dann schlägst du zu. So, der war noch drin und so ungefähr so 8 Stunden oder 5 Stunden sogar davor habe ich dann 29 Euro geboten und habe dann den Truck bekommen. Wieder was aus den 80ern. So, ich kann gerade nicht weiter zurückgehen hier. Ja, so sieht der aus. Dann hat man die unten hier Made in Japan. Kann man hier unten aufmachen. Jetzt habe ich close gemacht. Auf war er schon gewesen. Warte mal. So, auf. Ich weiß, ihr seht gerade nichts. Warte mal, ich mache mal ein bisschen Licht ins Dunkle. So, jetzt sehe ich da ein bisschen mehr. So, das Ding, Taiyo Radio Control, Made in Japan. Taiyo Turbosystem, 27 MHz. Das Ganze ist Post zugelassen. So, warte mal, jetzt müssen wir das Ding hier aufmachen können, weil es open. Warte mal, wie ging das nochmal? Hey, ach so.
Und dann kommen da jede Menge Batterien rein. Alles Doppel-A-Batterien. Und immer darauf achten, was steht da? Die Polarität. Ja. Hier kann man auch Akkus einlegen. So, wer zu das Ganze. Und dann hat man hier links, rechts, was immer der Schalter bedeutet, das weiß ich gar nicht mehr. LR könnte links und rechts sein. Da fragt mich mal. Wie gesagt, das Ganze hat hier eine Steuerung. Hier on, off, da kannst du ein- und ausschalten den Wagen. Jo, was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir hier hinten, ist das ein Schalter? Ja. B und, warte mal, steht hier. Kann ich jetzt gerade selber nicht sehen. Da sind zwei Buchstaben drauf. Einmal F und einmal S, kann das sein? Kann auch nur Zierde sein, oder? Warte mal. Nee, kann es umschalten. Ah. Nee, keine Ahnung, was er macht. Könnte Slow und Fast bedeuten. Ah ja, zwei Gänge für den Wagen. Einmal schnell, einmal langsam. Oh ja. Ne? Und den werden wir auch mal, wenn ich dazu die passenden Batterien habe. Also genug AA-Batterien habe ich ja, aber hierfür, warte, mir kannst du auch onschalten, ausschalten. Einfach nur Geilomat, das Ding wieder zu haben. So, was haben wir noch im Angebot? Ja, wie gesagt, ich glaube, der hat sogar, bin mir nicht sicher, hatte Vierradantrieb, müsste er, ne? Gummireifen. Ach, der hat sogar noch eine Lampe hier zwischen versteckt, sehe ich gerade. Hier die rote Lampe. Jo. Einfach nur geil, den wieder zu finden. Sache, und die Autos hier, weil die aus den 80ern sind, die habe ich jetzt teilweise im oberen zweistelligen / unteren dreistelligen Bereich gesehen. Ich finde es mal lustig, wenn er versucht, hier aus den Rädern hier ein Gesicht zu erkennen. Ja, oh geil. Da kann ich ja mal demnächst mal, wenn ich die Batterien habe, hier versuchen, mal die Action-Cam drauf zu hämmern. Und dann können wir mal sehen, wie das Ganze aus Sicht der Action-Cam aussieht, wenn ich das Ding dann benutze. Einfach nur geil. Warte mal, Licht hat er. Ne, die Lichter sind nur Zierde hier unten. Jo, dann würde ich sagen, ja, das war mein erster Ferngesteuerter gewesen. Weil ich wollte meinen haben, weil immer die Nachbarskinder ferngesteuerte Autos hatten hier mit Funk. So, und meine Eltern haben mir damals immer nur Autos geholt, die zwar auch so ein Ding haben, aber mit Kabel. Also da musste man dem Auto hinterher rennen, also konntest dann nicht das Ding weiter wegfahren lassen. Und das war Scheißendreck gewesen. Jo, und jetzt habe ich den Kleinen wieder hier immer. So, mal gucken, ob der funktioniert. Das, den Test, den werden wir heute nicht mehr machen. In einer späteren Folge. Wir sind ja eh schon bei 9 Minuten. Jo, dann würde ich sagen, wir verschieben das Ganze dann auf Teil 2. Wo dieses TÜV-TÜV dann in Aktion kommt. So, ich kriege es gerade leider nicht rein hier hinten. So richtig, so besser. Richtig besser. Nee, besser meine ich. So. Aber das ist er. Warte mal, kann ich den so stellen? Richtig nur mit Antennchen und so dran. Ja. So, das war's dann wieder aus der Retrofront. Und wie gesagt, wir sehen uns dann bei Teil 2 wieder, wenn ich mir die
neuen Blockbatterie für die Feststellung geholt habe, dann gucken wir uns mal an, ob der fährt. So, danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Tschüss!